Nach wie vor gilt die Spoilerwarnung. Wer Episode 8 immer noch nicht gesehen hat, sollte abschalten. Im Vorfeld zu Star Wars Episode 8 dachten viele, dass uns der Film fast alle Fragen beantworten würde. Rian Johnson hat jedoch einen anderen Pfad verfolgt und deswegen stelle ich euch heute die 5 spannendsten Fragen vor, die uns in Star Wars die letzten Jedi nicht beantwortet wurden. Ich kenne nur eine Wahrheit. Wer sind Reys Eltern? Dies ist eine der interessantesten Fragen. Kylo Ren sagte uns zwar, dass Reys Eltern armselige Schrottsammler waren, aber trotzdem wissen wir nach wie vor nicht, wer Reys Eltern sind. Es könnte natürlich auch sein, dass Kylo Ren in Bezug auf Reys Eltern gelogen hat. Wer sind die Knights of Ren? In Star Wars das Erwachen der Macht wurden uns die Knights of Ren nur in Reys Vision gezeigt. Wer dachte, dass wir in Episode 8 viel mehr über die Knights of Ren erfahren würden, der liegt falsch. Das einzige, was wir wissen ist, als Luke Kylo Ren verriet, schloss sich eine Handvoll Jedi Kylo Ren bzw. Ben Solo an. Ben Solo wurde dann zu Kylo Ren und diese Gruppierung von Jedi wurde zu den Knights of Ren, zu Deutsch Ritter von Ren. Wer ist Supreme Leader Snoke? Als ich dich fand, sah ich Ruhe, ungezähmte Macht. Und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches. Snoke ist angeblich ein uralter Machtnutzer, der jahrzehntelang im Untergrund agiert hat und im richtigen Moment die Erste Ordnung gegründet hat. Snoke wurde recht früh im Film von Kylo Ren getötet und jetzt wissen wir immer noch nicht, wer eigentlich Snoke ist. Wir wissen, dass Snoke eine neue Figur im Star Wars Universum ist, aber wir wissen nicht, woher er kommt, woher er seine Narben hat, wer sein Meister war und. Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt schon. Was geschieht mit Leia? Wir wissen, dass Leia Organa in Episode 8 nicht starb. Wir wissen aber auch, dass Leia nicht durch CGI in Episode 9 dargestellt wird. Wir wissen nur, dass J.J. Abrams bereits abgefilmtes und verworfenes Material für Episode 8 in Episode 9 benutzen darf. Wie geht es in Episode 9 weiter? Dies ist wohl die interessanteste Frage. Wie geht es weiter? Als Episode 7 endete, war es für die meisten klar. Luke wird Rey ausbilden und der Widerstand wird von Dakar fliehen. Jetzt gibt es aber wirklich keine Anhaltspunkte, wie es weitergehen wird. Der Widerstand, der nur noch aus ein paar Personen besteht, wird sich sicherlich von der Ersten Ordnung verstecken müssen. Aber wie es weitergeht, welche Schauplätze vorkommen werden, ob Rey wirklich eine Jedi sein wird, werden wir leider erst am 19. Dezember 2019 erfahren, wenn Episode 9 in die Kinos kommt. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Star Wars, die letzten Jedi. Habt ihr sonst noch unbeantwortete Fragen, auf die ihr gerne eine Antwort in Episode 8 bekommen hättet? Schreibt es in die Kommentare.